Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video, Freunde. Und heute ist es soweit. Heute haben wir endlich mal ein eigenes neues Format auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar machen wir 1 gegen 1 gegen Zuschauer auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es leider noch keine Turniere in Rocket League Sideswipe. Deswegen habe ich mir gedacht, wie gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie gegen seine Zuschauer sich zu battlen? Da habe ich gewusst, klar, man kann ja private Spiele, also ganz einfach One-on-Ones machen. Und das wird das neue Format sein. Das heißt, wir machen einfach gegen die Community live im Stream. Deswegen kommt in die Streams rein, wenn ihr auch mal gegen mich ein One-on-One machen wollt. Und wenn es cool ist, kommt es vielleicht sogar ins Video. Aber ganz wichtig, Freunde, wir wollen dieses Jahr noch die 7000 Abonnenten knacken. Deswegen, Freunde, wenn ihr nicht abonniert habt, macht es super, super gerne und supportet diesen Kanal, Freunde. Ich würde sagen, Glocke aktivieren und Like natürlich auch nicht vergessen. Wir starten direkt rein mit dem Video. Leute, ganz wichtige Ankündigung noch, ne? Wenn ihr hier im Rocket Pass die Goldgeschenke noch nicht geöffnet habt, dann wartet auf jeden Fall damit. Vielleicht können wir daraus nämlich ein Video machen, wo ich von den Zuschauern die Goldgeschenke öffne. Das könnte ich mir nämlich richtig, richtig geil vorstellen, weil ich glaube, es gibt zurzeit keine besseren Geschenke in Rocket League Sideswipe. Und wenn ich die von meinen Zuschauern öffnen könnte, wäre es extrem, extrem geil. Deswegen spart ihr euch auf und schreibt mir dann auf Instagram, yo ClashDogs, ich habe noch ein paar Goldgeschenke, wollen wir die vielleicht im nächsten Stream zusammen aufmachen? Und dann machen wir das auf jeden Fall. Deswegen spart die euch auf. So Leute, wir haben den ersten Spieler gefunden. Es ist der A2 is Rebo, auch schon sehr, sehr aktiver Abonnent auf jeden Fall am Start. Wir spielen ihn direkt. Ich kann leider, das ist das Geile am Format, man hat keine Ahnung, wie gut, / wie schlecht die Gegner sind. Ob ich hier gewinne, ob ich mich hier vielleicht sogar blamiere, ob er hier zur Legende wird. Ich hoffe, wir werden in dem Format einige legendäre Zuschauer finden. Wir werden immer so pro, maybe das 1-0, nein. Nein, nein, nein. Ich probiere hier auf jeden Fall immer mein Bestes zu geben. Es ist immer peinlich, gegen Zuschauer zu verlieren. Wir können auch dann nebenbei so ein bisschen Gäste-Rank spielen, dass er uns danach dann reinschreibt, was er für ein Rang ist. Ich glaube, okay, er kann Goldshots. Ich weiß nicht, ob der mit Absicht war oder ob der gewollt war. Okay, ich habe das Gefühl, er hat was drauf. Er hat was drauf. Wir spielen hier direkt gegen E-Sportler am ersten Spiel. Ja, okay, den können wir jetzt, wenn wir ganz entspannt, jetzt rein. 1-0. Er hat was drauf, Chat. Ich habe was drauf. Er hat absolut was drauf. Ich muss mich konzentrieren. 1-0. Also die Goldshots, die kriege ich nicht so sicher hin wie er. Oh, das war ein sehr unlucky Tor. 1-1. Weiter. Wir dürfen jetzt hier nicht auf die Fresse kriegen. Im ersten Spiel. Aber ich habe das Gefühl, er ist auf jeden Fall ein besserer. Das glaube ich, er ist schon mal mindestens platt. Hätte ich jetzt mal so eingeschätzt. Oh. 2-1 für ihn. Er macht Goldshot. Er hat sie absolut drauf. Der Junge war sehr, sehr oft auf der Spielwiese. Er hat das Sonnenlicht seit, weiß ich nicht, 5 Tagen wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Er ist ein kleiner Grinder. Ja, wusste ich, dass er nicht reingeht. Jetzt machen wir das. Nee, ich bin scheiße. Wir müssen wissen, ich habe 3 Tage nicht mehr gespielt. Maybe jetzt. Nee. Hätten wir ein Flip Reset bekommen vielleicht, aber so nicht. Leg ihn hoch, komm. Ja, leider nicht. Jetzt hoch. Ich bin ja gerade in Twos zum Beispiel Dia 1, fast Dia 2 in Ones. Fast Plat 5. Also so schlecht bin ich gar nicht. Eigentlich sollte ich hier gegen alle... Oh, war ich zu schnell. Tick langsamer, es wäre ein super schönes Tor gewesen. Und er macht hier das 3-1. Er ist ein super guter Spieler. Direkt im ersten Game ein richtig, richtig guter Spieler. Hilfe, Mann. Kranker Typ. Weiter. Ja, Ground ist immer gut, aber er macht es super. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass er schon Dia-Spieler ist. Wenn nicht, hat er meinen absoluten Respekt. Ja, macht er, wenn er den jetzt auch noch reinmacht, wird er wahrscheinlich. Nee, macht er nicht, hat er keinen Jump wahrscheinlich mehr. Jetzt haben wir hier die Chance. Gehen wir nochmal hoch und jetzt rein. Na, oh, wir haben auch ein bisschen Anlag. Den hätte ich sicherer spielen können. Und dann würde es jetzt hier 3-2. Und damit macht er das 4-1. Es fehlen wirklich nicht mehr viele Abonnenten. Zu den... Let's go. Schönes Tor. Sehr, sehr schönes Tor. Zu den 7000. Leute, weiter geht's. 4-2, Alter. 4-2. Der erste Zuschauer schon eine absolute Maschine. Was ist denn das? Die ClashDogs-Community. Genau dafür stehe ich ja auch, Freunde. Schön. Vielleicht das 4. Jetzt vielleicht noch die Chance. Die letzten 4 Sekunden. Epische Musik, Freunde. Let's go. 4-3, Junge. 4-3. Das können wir noch holen, Alter. Nee, der geht nicht hoch. Ah, das hätte sein können. Schade, Digga. GG an A2 is Reboy. Sehr cooler Typ. Leute, dickes GG an A2 is Reboy.
Ich mache auch am Ende, es gibt immer so einen Counter, wie oft wir gegen die Community verlieren und wie oft wir gewinnen. Ganz wichtig, wir machen immer random. Ich suche mir nicht die Spiele aus. Es ist immer random, gegen wen ich aus der Community spiele. Ihr müsst einfach nur im Stream dabei sein. Und dann gibt es immer neue Leute, die gegen mich zocken. Und wir machen jetzt einen Counter. Bis jetzt liege ich gegen die Community. Community führt 1, Clash Talks 0, Freunde. Community bis jetzt besser als ich, Leute. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem zweiten Spiel. So, Leute, wir haben unseren zweiten Gamer gefunden, und zwar den lieben IZE Simon. Der liebe Simon, Leute, tritt hier als zweiten Gegner für die Community ein. Bis jetzt führt die Community 1-0 im großen Duell gegen mich, gegen Clash Talks. Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ganz wichtig, wir spielen natürlich auch nur auf der großen Map, weil es meiner Meinung nach auf der kleinen ein bisschen mehr auf Glück ankommt. Deswegen, Freunde, spielen wir auf der großen Map in jedem Spiel. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Komm, Simon, zeig, was du drauf hast. Ich hoffe, er macht jetzt hier nicht auch wieder gleich 50 Goldshots oder so. Jetzt bin ich mal dran, mit den Goldshots. So, okay. Das ist schon mal ganz... Vergessen wir. Weiß, wenn ihr gerade Schwarzbild gesehen habt, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Perfekt, 1-0 für Simon. Noch 10 Sekunden. Müssen wir uns anstrengen jetzt hier. Simon, mach keinen Scheiß. Ja, sehr gut, so will ich sehen. So will ich sehen, Jungs. So, sehr gut. 1-1. Weiter geht's. Simon, das wird ein gutes Spiel. Ich hab's im Gefühl, das wird ein sehr, sehr gutes Spiel. 1-1. 1 Minute 30 noch zu spielen. Simon, Junge, mach ich nicht. Simon, nein. Simon, ich hab gesagt, du sollst nicht. Simon, nein. 2-1. Weiter. Simon. Simon, lass mich gewinnen. 5er. Was macht der? Das sieht so noobmäßig aus, aber irgendwie funktioniert's. Oh, er hält den. Wehe. Alles gut. Simon, sei mal ein bisschen mehr aufgeregt hier, bitte. Nee, und der geht dann rein. Steht 3-1 für Simon. Ich kann hier jetzt nicht jedes Game gegen meine Community verlieren. Jetzt Full Focus. Ich darf mich jetzt echt nicht so viel ein. Ich darf jetzt hier nicht so viel reden. Ich muss jetzt hier Full Focus gehen. Ja, nehmen wir. Sehr schön. Wir machen entspannt. Wir machen hier den Simon. Zack. Nein. Er drückt mir den Double Tap. Ich glaube, Simon spielt gerade, no joke, das beste Spiel seines Lebens. 4-1 führt der Junge. Weiß ich nicht. Kann ich das hochladen? Das ist ja peinlich. 5-1 für Simon. Ich gewinne es noch. Vorbei ist erst, wenn der Schiri abpfeift. Chat, ich gebe euch jetzt hier einen Beweis dafür, dass ihr niemals aufgeben sollt. Egal was ist. Gebt niemals auf. Passt auf. Ich glaube, ich habe Simon unterschätzt. Der Junge hält alles. Der ist nicht nur Cristiano Ronaldo, der ist auch noch Manuel Neuer. Komm her. Meine Hände sind noch fertig vom Döner oder so, weiß ich nicht. Was ist denn das? Ich habe noch nie 6-1 verloren. Ich kann auch nichts machen. Digga, er drückt mir das 7-1. Jeder Schuss ein Treffer. Jeder Schuss ein Treffer. Er muss gar nichts machen. Jeder Schuss, den er... Er berührt den Ball. Ich schwöre, er hat irgendwie ein Heck oder so drin. Er berührt den Ball. Das Ding ist im Tor. Und bei mir geht gar nichts. Das ist noch nie in meinem Leben. Der hat